Ja, da sind wir wieder bei einer Runde YouTubing im Internet aus der Badewanne mit Captain Jesus Urlauber. Und ich wollte gerade mal einfach ein paar Gedanken mal wieder gerade festhalten. Danke dem Universum für diese Möglichkeiten hier. Und zwar habe ich hier heute einen kleinen Gedanken gehabt. Es ist so schön kuschelig geworden in meiner Welt. Es ist so, ich habe so wahnsinnig viele Menschen um mich rum, mit denen ich kuscheln kann. Und dabei fällt allen extrem auf, wie wohl uns das allen tut und wie ruhig uns das macht und wie heilend das ist und wie gut das tut und wie viel Spaß das macht. Und so habe ich dann heute im Fatzebuch geschrieben, schrobte ich hier, wer hat Lust auf Kuschelparty melden? Und drei Herzchen dahinter. Ja. So. Dann ging hier, schrieb hier, Sonja meldet. Wusste ich, ich wusste das. Ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Ich schrieb schön und dann schrieb ich darunter schon, ich bin dafür, eine über den ganzen Sommer zu machen, ganz offiziell. Eine Kuschelparty. Ja, überall. Und den ganzen Sommer lang. Das Kuscheln auf der Straße wieder kultivieren. Wunderschön, total klasse. Gestern Abend war Coraline noch hier und ich habe sie, als sie ging und ich gerade vom Spaziergang mit dem Hund zurückkam, noch getroffen und habe sie einfach 2 Minuten einfach in den Arm genommen. Und ich fand das so schön, da mitten auf der Straße zu stehen und jemanden im Arm zu halten, in dem Moment einfach keinen anderen Gedanken zu haben als schön, dass es dich gibt, toll, dass du da bist, schön, dass du mir gerade so hilfst, mein Leben zu genießen, jetzt in diesem Moment. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es dir gut geht. Nimm dir von mir, was du brauchen kannst. Das ist schön. Und das war ein total schöner Moment. Ja, und dann schrieb ich das halt rein, ne? Und dann hat Sonja weitergeschrieben hier. Bild berichtet, Kuscheln für den Weltfrieden. Der Mega-Flashmob ergreift ganz Deutschland. Niemand will mehr arbeiten. Supergeil. Das, sowas in der Art, schrieb ich dann dahinter, hatte ich mir vorgestellt. Gen General Generation meldet sich auch noch zu Wort und sagt, lol. Flosino sagt, ich bin auch dabei. Füllt den seelischen Speicher auf. Genau darum geht es, diesen seelischen Speicher endlich wieder mit Licht zu füllen und streicheln und kuscheln und Austausch von Zärtlichkeit, von Liebe. In allen Möglichkeiten, die man sich das nur vorstellen kann. Wie man sich das nur vorstellen kann, ohne dass irgendjemand sich dabei zu irgendetwas genötigt fühlt. Ja? So passen die Schwingungen immer zusammen. So. Und Patricia schreibt, wo gibt es was zu kuscheln? Und Flo schreibt zurück, gesell dich einfach dazu, leg dich quer drüber oder kuschel dich leicht an die Seite oder schieb dich drunter oder wir knoten ein bisschen. Ja, ne? Hauptsache ist schön. So, und dann habe ich das geschrieben, dann ging mir das durch den Kopf, was mich dazu verleitet hat, dieses Video hier jetzt gerade mal einfach schnell zu machen. Weil, klingt cool, kann man mehr draus machen. Dann habe ich noch geschrieben auf die Frage, wo findet man jemanden zum Kuscheln? Ja. Habe ich dann geschrieben, schaut um euch herum. Überall gibt es Leute, die anfangen zu weinen, wenn sie endlich mal ehrlich und liebevoll geknuddelt werden. Eigentlich sehnt sich jeder von uns im Innersten danach. Es ist nur völlig außer Mode gekommen, dem nachzugehen. Man tut es, ja, hinter verschlossenen Türen, im Privaten, mit denen man es darf. Und nicht mit denen, die gerade so aussehen, als könnten sie es gerade mal gebrauchen und irgendwie ein bisschen geknickt in der Ecke stehen. Du wirst so komisch angeguckt, wenn du sowas machst. Aber wenn du die Nummer durchziehst, erlebst du, wie Leute danach ganz anders weitergehen, vor allen Dingen die, die du in den Arm genommen hast.
Ich habe die ganze Zeit irgendwie, habe ich gesagt, was mich an den Free-Hug-Aktionen so ein bisschen stört, ist dieses Oberflächliche. Man nimmt sich kurz in den Arm und hahaha und hey, das ist 10% von dem, was wir eigentlich rausholen können. Ich habe das auf Free-Hug-Aktionen ausprobiert, dass ich Menschen bis zu 10 Minuten in den Arm genommen habe, die dabei in sich zusammengesackt sind, angefangen haben zu weinen und danach regelrecht weggeflogen sind. Sowas kann man durch einfach ein bisschen Kuscheln erreichen. Jemanden lieb haben. So kann man den mit Liebe auftanken. Und zwar mit Liebe und nicht mit Angstenergie. Indem wir das einfach schenken. Die, die wir früher mal als Führer angesehen haben, schrobte ich weiter. Regierungen, die Elite, die da oben, sind nicht in der Lage, uns zu vermitteln, wie heilend es wäre, das Kuscheln mal wieder zu aktivieren, zu kultivieren, es uns vorzuleben, durch Medien und vor allem durch eigenes Handeln. Sie können es nicht, weil es nicht ihrer momentanen Programmierung entspricht. Sie sind noch gänzlich abgewendet vom Licht, nähren sich von der Angstenergie, die sie säen, und sind deswegen kaum Vorbilder für freie Menschen, die ihre innere Doppelflamme wieder aufflammen lassen wollen. Und das geht am besten, indem man sich jemanden nimmt, den man lieben kann, und das tut. Das boostet einen auf. Und das ist mal voll mit Liebesenergie und nicht mit Angstenergie. Und ihr werdet sehr schnell den Unterschied merken. Ich komme mir vor wie so ein Drogenticker, ey. Ja, aber Mann, probiert's mal. Kommt keine Droge mit, könnt ihr Drogen vergessen. Aber, also die können das nicht, geht gerade nicht, ist auch nicht deren Aufgabe. Wir haben ja herausgefunden, wie es geht, also wir können das. Sollte da außer mir noch jemand eine sinnvolle Aufgabe drin sehen, her mit deinen Gedanken. Ich würde diese Gedanken gern mit etwas mehr Energie nähren, damit sie sich immer mehr und immer weiter manifestieren. Lass uns ein Spielchen spielen und die Liebe befreien, jetzt und hier. Denkt einfach weiter darüber nach und das so laut wie möglich. Und um zu zeigen, was ich mit so laut wie möglich meine, gehe ich mal als Beispiel voran, nur um zu zeigen, wie es geht. Was man machen kann, ist nicht jedermanns Sache, aber ja, und mache umgehend, glumgehend, habe ich eigentlich schon ein Video dazu. Und hier ist es schon. Ja, wer Lust hat, da irgendwie mal eine Aktion mit mir zusammen draus zu machen und vielleicht dann halt auf die Weise auch mal wesentlich größer, als wenn ich alleine eine Aktion aus irgendwas mache, dann meldet euch. Ich würde gerne ein Projekt ins Leben rufen, das sich damit beschäftigt, dass schnellstmöglich auf diesem Planeten das Kuscheln, das sich liebevoll behandeln und sich gegenseitig gut tun, wieder kultiviert wird. Lasst uns so viele Leute, wie wir finden, die sich aufgerufen fühlen, dazu einladen, sowas auf den Straßen zu machen. Und wenn wir damit anfangen, einfach 5 Minuten einfach mal mit unseren Freunden da zu stehen und zu kuscheln. Und vielleicht auch Gruppenkuschelaktionen machen. Kann man im Stehen machen, kann man im Liegen machen, aber es ist jedes Mal ein Denkmal. Und das ist mal wieder eine Demonstration, wie ich eine Demonstration für sinnig befinde. Wo man etwas zeigt. Und was wirklich zum Denken anregt. Wo mal was Neues passiert. Nicht nur, ich finde alles scheiße. Nieder mit denen, die alles, was in meinem Leben an Kacke passiert, so Kacke machen. Das hilft uns nicht wirklich dabei, zu begreifen, dass wir das sind, die das tun. Ja. Aber hilft, also so zu denken, hilft auf jeden Fall dabei, dann eben irgendwann dann doch anders zu denken. Ne? Ja, so geht das. Hier, Frieden, ne? Und kuschelt ihr Narren, ihr Spinner, ihr Revoluzer, ihr Terroristen. All die,
den man euch ständig einbläut, ihr macht irgendwas falsch, gibt. Und seht mal einfach alles so, als würdet ihr es richtig machen. Nur um herauszufinden, was da mit euch passiert. Ich kann es euch einfach in eigenen Worten schon mal sagen. Ihr werdet herausfinden, dass ihr nicht so denken müsst wie vorher. Ja? Und vor allen Dingen die Maßstäbe anderer für euch überhaupt gar keine Gültigkeit haben, wenn ihr sie nicht anerkennt. Anerkennung, so ein Wort, das so groß geschrieben wird in der letzten Zeit, wird Tyrannie anerkannt von irgendwem. Fragen Sie jemanden, der Deutschland nicht anerkennt. Solange sind wir uns klar, dass wir jeder in einem, jeder Einzelne in seiner eigenen kleinen Welt lebt. Aber geil, so schaltet man die restlichen 90% des geistigen Potenzials frei, von denen Einstein behauptet hat, dass wir sie nicht benutzen. Mit Recht behauptet hat. Hat er gut beobachtet, der Alte. Der alte Albert. Finde ich gut. Du hast echt viel geholfen bei meinem Verständnis, bei meinem spirituellen Werdegang. Albert Einstein, danke, dass es dich in meiner Wahrnehmung gibt. Wo immer du gerade bist.